Dieser bundesweite Aktionstag soll wirklich die persönliche Fitness im Straßenverkehr in den Blickpunkt rücken. Da geht es um Alkohol, da geht es um Drogen, da geht es um Medikamente. Da geht es aber auch darum, wie gut kann ich sehen, da geht es darum, wie gut kann ich hören. Die Einschränkungen können ganz unterschiedlich sein und dafür das Bewusstsein zu schärfen, dass die Menschen sich ganz gezielt, Verkehrsteilnehmer, damit auseinandersetzen und in Zukunft noch stärker darauf achten. Das ist wichtig. Verkehrstüchtigkeit im Straßenverkehr sollte für uns alle eine Selbstverständlichkeit sein. Jeder, der heute mit einem Fahrzeug unterwegs ist, gerade in der Stadt, weiß, wie komplex die Einflüsse sind, die auf einen als Fahrer einprasseln und wie schnell sich auch eine Situation ändern kann. Und darum muss man mit allen Sinnen dabei sein. Und insofern ist diese Verkehrstüchtigkeit Grundvoraussetzung für jegliche Verkehrsteilnahme.